Okay. So, willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Regionalligaspiel des neuen Jahres zwischen unserem Greifswald FC und dem FC Kranz-Weiß Jena. Unser Greifswald FC hat mit 3:0 durchgesetzt vor 2359 Zuschauern. Bei mir sind die beiden Trainer, unsere Gästen, Herr Henning Bürger und natürlich Lars Fuchs. Und die jüngeren Gästetrainer auch direkt mal um seine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, hallo miteinander. Gratulieren natürlich der Greifswalder Mannschaft zu diesem 3:0-Sieg. Starker Auftakt für das Team, was wir genauso erwartet haben. Den Auftritt von einer effektiv spielenden Männermannschaft. Es ist genauso gekommen. Eine Truppe, die sehr in sich gesichert gespielt hat. Und jetzt komme ich zu unserer Truppe. Das kann man von uns noch nicht behaupten, definitiv nicht. Wir sind wirklich nicht gut in das Spiel gekommen. Auch da muss ich sagen, dass wir vielleicht diese Vorbereitung den einen oder anderen Test hätten machen müssen. Es war aus Witterungsbedingungen nicht möglich, sodass ich als Trainer gesehen habe, okay, wir haben echt ein Problem mit dem Spielrhythmus, gerade zu Beginn. Und ich glaube, das erste Tor ist in der 10-12 Minute gefallen. So geht man dann natürlich in die restliche Spielzeit und haben uns dann nach und nach versucht, in das Spiel reinzukämpfen, ohne uns deutlich durchzusetzen. Das ist für mich so der Ansatzpunkt, zu sagen, ja, wo geht's hin mit unseren Jungs, mit unserem Kader, mit unseren Spielertypen? Wie werden wir in Zukunft unsere Spiele gestalten, von der Art und Weise? Und da haben wir heute einen Gegner gehabt, der uns das gnadenlos und auch ja, beispielhaft gezeigt hat, wie man in dieser Liga Fußball spielt. Vielen Dank, Herr Bürger. Lars, was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal, ich glaube, Henning hat es gerade gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Vorbereitung. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ins Trainingslager fahren konnten, fliegen konnten. Weil man hat ja gesehen, was hier für Bedingungen waren in Deutschland. Wir konnten alles das durchziehen, was wir wollten. Ja, nochmal großen Dank an die Jungs, die das mitgetragen haben, an die Sponsoren, die das mitgetragen haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich als Regionalligist und das sehen wir auch nicht so an, als das erste Mal als Greifswalder FC ins Trainingslager zu fliegen. Und ich glaube, das hat man heute gesehen. Also man hat gesehen, dass meine Jungs, ich musste sie eher bremsen vor dem Spiel. Ich musste sie eher bremsen gestern. Die waren mit voller Vorfreude, die haben einfach Lust, Fußball zu spielen, die haben Lust, Spiele zu gewinnen und das ist so einfach für mich als Trainer, die Jungs mitzunehmen. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich stehe da draußen und könnte die ganze Zeit grinsen, weil es einfach mir Freude macht, wie die Jungs auch verteidigen, dass sie sich in jeden Ball reinschmeißen. Das haben wir ja schon in der Hinrunde sehr gut bewiesen und darüber hinaus wollen wir natürlich jetzt noch, weil wir es ja auch wissen, dass der Gegner sich auf uns einstellt und hat man auch in Jena gesehen, die heute einfach auch von Anfang an eher einen guten Block versucht haben zu verteidigen oder verteidigt haben und wir das bespielt haben, so fällt auch das erste Tor, was wir ganz klar auf die Fahne geschrieben haben, über die rechte Seite Druck zu machen, weil mit Elias auch einen sehr guten 1-gegen-1 Spieler haben, mit Jan ist jemand, der immer mitgehen kann, dass Guido den natürlich so trifft. Ja, ich wage zu sagen, das ist selbstverständlich für ihn, sonst spielt er nicht mehr. Von daher können wir froh sein, so eine Jungs auch bei uns zu haben, weil man braucht im letzten Drittel individuelle Qualität und das hat er wieder gezeigt heute. Sophie, Guido haben da wieder super ja, auch harmoniert. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann einfach sehr gut runtergespielt. Wir haben wenig zugelassen. Ich glaube, wenn man ja, mit Kraus auf der Gegenseite einen Spieler hat, der immer gefährlich ist, immer ein 1-gegen-1, schwer zu nehmen, gerade im letzten Drittel, vor allem auch in der Box, hat das der Janis halt super gemacht, plus die Jungs, die dem geholfen haben. Das war unser Ziel, das war unser Matchplan, der ist aufgegangen. Ich bin nochmal total stolz, die Jungs da spielen zu sehen und ja, freue mich schon auf Samstag, sie alle hier wiederzusehen und hoffentlich die nächsten 3 Punkte in Chemnitz einzufahren. Vielen Dank. Jawohl! Zur Halbzeit kommt Johannes Manske rein und selbst Noel Eichinger, der ja glaube ich erst 2 Tage jetzt hier ist, kriegt 25 Minuten. Ist es einfach nur dann das Selbstbewusstsein, dass das auch funktioniert, obwohl die Jungs noch gar nicht so richtig eingespielt sind? Oder passen sie einfach so gut ins System, dass du da gar keine Skrupel hattest, sie sozusagen auch relativ lange zu bringen im ersten Spiel?
Es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass wir, ich mit Dave Wagner uns das super abgesprochen haben, dass wir für unsere Jungs, was wir genau brauchten, wir haben nicht irgendwie wilde Sau gespielt, was uns ja ab und zu immer nachgesagt wird, sondern wir haben gezielt die Jungs geholt, die jung sind, die Feuer haben. Ich meine, der Joe hat in der Klinik jetzt nicht so viel vorne gespielt, sondern meistens rechts, und wir haben trotzdem erkannt und gesehen, dass er das uns geben kann, was er heute uns gegeben hat. Und das sind Jungs, die Bock haben, die einfach Gas geben. Aber es macht nur eine funktionierende Mannschaft aus. Also es macht ja nur Sinn, Jungs reinzuschmeißen, wenn man das Gefühl hat, dass das Konstrukt dahinter funktioniert. Also wir haben ja offensive Jungs geholt und die Defensive steht. Und da haben wir mit Jungs, mit Jule, der eine überragende Vorbereitung gespielt hat, die es ja verdient haben, heute auch im Kader zu sein. Leider keine Spielzeit bekommen, aber mit Tobi, der dann auf der 6 reinkommt, ungewohnt. Das funktioniert nur, wenn die Achse passt, und die Mittelachse passt bei uns hervorragend. Und die Jungs tragen das total mit. Da gab es keinen Murren von anderen Jungs, die jetzt nicht gespielt haben, sondern die freuen sich. Das sieht man, glaube ich, auch in den Gesichtern. Nur so funktioniert es. Weitere Fragen? Da vorne mit dem kurzen Namen. Der Peter von der Thüringer Allgemeinen, Ostthüringer Zeitung. Lars, zum Beispiel zu dem Hinspiel. Was waren da heute für Unterschiede zu sehen? Habt ihr euch so viel weiterentwickelt? Hat sich Jena sich so viel zurückentwickelt, wo es 1-1 stand, wo es auch verdient 1-1 ausgegangen ist? Ja, ich glaube, beide Vereine sind auf einem anderen Level. Also ich glaube, Henning hat jetzt eine Aufgabe, das zu stabilisieren, ohne dass ich da jetzt, das will ich auch gar nicht bewerten, aber das kann ich auch gar nicht, weil ich nicht im Detail da drin bin. Ich fand, das Hinspiel war ein herausragendes Fußballspiel. Ich habe es mir die Woche nochmal angeguckt, und es ging hin und her. Es war ein Spiel total mit Feuer geprägt, mit Aktivität und Intensität geprägt. Und ich glaube, das ist ja auch logisch, wenn es dann nicht so läuft, wo man hin will, dass man erstmal eine Sache stabilisieren will. Und ich kann nur von meinen Jungs sprechen. Für uns war das Hinspiel ein total wichtiger Fingerzeig, dass wir in der Liga mitteilen können, dass wir auch einen Gegner schlagen können, weil wir haben das Gegentor in der letzten Minute bekommen. Und das war für uns ein total wichtiges Spiel. Und ich glaube, wir haben uns seitdem weiterentwickelt. Natürlich, die jungen Spieler, wir haben viele junge Spieler, die einen Weg gegangen sind, die auch Vertrauen brauchen, die sie auch bekommen. Und wenn man Jorik heute sieht, wie der jetzt mittlerweile aufdribbelt, dann macht das total Spaß. Ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass sich jener zurückentwickelt hat, sondern es gibt einfach manchmal Phasen im Fußball, die sind nicht so angenehm. Und wir sind einfach gerade im Flow, und den Flow wollten wir mitnehmen, und ich glaube, das hat man heute, den großen Unterschied hat man gesehen. Direkt die nächste Frage. Ja, noch eine Frage an Henning. Was war das für ein Fingerzeig heute? Du hast schon angedeutet, hast schon angefangen zu analysieren. Was war das für ein Fingerzeig, bedenklich für dich, oder ist es erstmal nur ein Spiel gewesen? Ein Spitzenreiter. Ja, ich möchte das schon auch in aller Ruhe und auch sachlich analysieren. So kurz nach dem Spiel, jetzt hier in dem Moment wirklich auch euch da eine Analyse zu geben, tue ich mich schwer. Ich nehme auch immer gern Meinungen von außen auf, von Leuten, die da mit dabei sind. Und die Zeit möchte ich mir nehmen. Und wir haben jetzt schon eine erste Analyse vorgenommen, so nach dem Spiel. Aber das ist immer nicht ganz so einfach, weil man doch auch emotional geprägt ist noch von den Minuten davor. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann beenden wir das mal ganz schnell. Wir freuen uns schon auf den nächsten Samstag, dann kommt der Chemnitzer FC. Und den Gästen wünschen wir natürlich eine gute Einladung, habt noch ein bisschen was vor euch und viel Erfolg für die erste Saison. Und dann, ja, bis nächste Woche.